Russland will den Schwarzmeer-Getreidedeal mit der Ukraine wieder aufleben lassen, wenn der Westen seine Zusagen erfüllt, so Russlands Außenminister Sergej Lavrov bei einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen. Die Türkei versucht, in dem Konflikt zu vermitteln. Moskau will sein Getreide und Dünger ebenfalls ungehindert ausführen können. Переговорам о российской части пакета Черноморского. Но как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день мы готовы возобновить и украинскую часть зернового пакета. Die UNO versucht ebenfalls Druck auf Russland auszuüben. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat Moskau eine Reihe von Vorschlägen für ein dauerhaftes Abkommen gemacht. A renewal that must be stable. I mean, we cannot have a Black Sea initiative that moves from crisis to crisis, from suspension to suspension. We need to have something that works and that works to the benefit of everybody. Russland wirft dem Westen vor, sich in die Ausfuhr seiner landwirtschaftlichen Erzeugnisse einzumischen. Nach dem Auslaufen des Getreideexportabkommens ist die Ukraine auf den Landweg und einen flachen Flusshafen angewiesen.